The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? So viele Stimmen. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Klagen. In der letzten Aktion zur Warnung der Welt werden zwei separate Aufrufe an die Kirchen ergehen. Die Botschaft des zweiten Engels lautet: Sie ist gefallen, Babylon, die Großstadt. Denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und im lauten Ruf der dritten Engelsbotschaft ist eine Stimme vom Himmel zu hören, die sagt: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Klagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel. So wie Gott die Kinder Israel aus Ägypten herausrief, damit sie seinen Sabbat halten konnten, so ruft er sein Volk aus Babylon heraus, damit sie nicht das Tier oder dessen Bild anbeten. Nachdem die Wahrheit allen Völkern zum Zeugnis verkündet worden ist, wird jede verfügbare Macht des Bösen in Aktion treten, und die Gemüter werden durch viele Stimmen verwirrt werden, die rufen: Hier ist Christus, dort ist er. Dies ist die Wahrheit. Ich habe eine Botschaft von Gott. Er hat mich mit großem Licht ausgesandt. Dann wird es zu einem Verrücken der Grenzsteine kommen und zum Versuch, die Säulen unseres Glaubens niederzureißen. Ein entschiedener Einsatz wird unternommen, um den falschen Sabbat zu erhöhen und Verachtung auf Gott zu werfen, indem man den von ihm gesegneten und geheiligten Tag verbrennt. Dieser falsche Sabbat soll durch ein hartes Gesetz durchgesetzt werden. Doch während Satan mit seinen Pseudowundern wirkt, kommt die Zeit, die in der Offenbarung vorhergesagt wurde. Und der mächtige Engel, der die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchten wird, verkündet den Fall Babylons und fordert Gottes Volk dazu auf, Babylon zu verlassen. Wann reichen Babylons Sünden bis zum Himmel? Wenn das Gesetz Gottes durch Gesetzgebung schließlich außer Kraft gesetzt wird, dann wird die äußerste Not des Gottesvolkes Gottes Gelegenheit sein, um zu zeigen, wer der Herrscher im Himmel und auf Erden ist. Während eine satanische Macht die Elemente von unten ausführt, wird Gott seinem Volk Licht und Vollmacht finden, damit die Wahrheit der ganzen Welt verkündet werden kann.